Moin Moin und damit willkommen zu einer weiteren Rezension. Heute soll es gehen um die oberen 10.000 für Cthulhu, herausgegeben von Pegasus Press, und das ist ein Berufeband für Spieler. Viel Spaß! Ja, worum soll es gehen in diesem Buch? Auf der rechten Seite verrät es wahrscheinlich der Titel schon, Geld regiert die Welt, und wenn man sich mal die linke Seite besieht, das Inhaltsverzeichnis, auch da die einzelnen Überschriften verraten schon eine ganze Menge. Es geht darum, dass man sich einen Charakter erstellen kann für die siebte Edition, also das neueste Regelwerk, und wenn man da jemanden spielen möchte, der besonders einflussreich ist, der kann hier dann eben auf zusätzliche Regeln hinzugreifen. Das muss natürlich mit dem Spielleiter abgesprochen sein, aber hier könnte dann eben quasi jeder drin schmökern. Es gibt hier keine Cthulhu-Hintergrundinformationen. Es gibt ein paar Vorschläge, wie man dann eben sowas nochmal einbinden könnte, dazu dann gleich mehr. Aber dieser Band eignet sich eben auch komplett für Spieler und daher gibt es ja auch keine Spoiler oder so etwas. Hier kann jeder mithören. Ja, zunächst werden die einzelnen Formen des Reichtums erwähnt. Es geht aber auch nicht nur um geldlichen Reichtum, um weltlichen Besitz. Es geht auch um, naja, Einfluss. Das heißt, wenn ein Politiker Einfluss auf Menschen ausübt oder dann eben Gesetze erlässt, meinetwegen auch ein Bürgermeister von einer sehr großen Stadt, dann ist auch er jemand, der sehr viel, ja, Reichtum besitzt in einer anderen Art und Weise, und dann gehört auch er zu den oberen 10.000. So könnte man sich das vorstellen. Ein anderes Beispiel wären dann religiöse Führer, die haben dann sehr viele Leute, die ihnen folgen, nicht unbedingt so viel Geld. Eine andere Möglichkeit wären dann auch Künstler, also Maler oder Musiker oder was ganz anderes oder Tennisstars, beziehungsweise ganz generell Sportler. Auch solche Leute ziehen dann ein Publikum magisch an, wenn man so möchte, und auch die besitzen dann eine Art Reichtum. Dieses Buch selber beschäftigt sich mehr mit den 1920er Jahren, was dann immer so ein bisschen der Fokus von Cthulhu ist. Man kann da sicherlich aber auch noch eine ganze Menge umschreiben, dann eventuell für 1890, also das Gaslichtzeitalter, oder aber auch für die Nauzeit, wobei da dann der Adel schon so ein bisschen verblasst ist, aber erst einmal richtet sich dieses Buch an die 1920er Jahre. Es werden auch ein paar Firmen vorgestellt, wie man sich das ungefähr vorstellen könnte, beziehungsweise nicht unbedingt Firmen, sondern Besitz, und wie man sich das dann vorstellen kann. Also illegale Geschäfte ist jetzt kein Besitz in dem Sinne, aber es geht dann eben darum, wenn ich jetzt sowas wie eine Flüsterkneipe besitze, wie hoch ist da meine Liquidität, wie ist meine Rendite oder das Ansehen, oder aber wenn ich kein Betreiber von einer Flüsterkneipe bin, na gut, dann müsste ich natürlich schon ein bisschen höher angesehen sein, damit ich dann auch in den oberen 10.000 mitspielen kann, und da wird dann auch verwiesen auf den Gangsterband. Es geht jetzt hier eher dann um Villen und Schlösser oder Land, wenn man dann irgendwie Adel ist, Großadel. Und man, ja, unten könnt ihr das Bild erkennen, wenn man dann eben so ein Schloss hat. Wie sieht denn das da aus mit der Liquidität, mit der Rendite? Kann man da sehr viel Geld locker machen oder steckt das dann eben in Investitionen? Und so kann man sich das ungefähr vorstellen. Wir können auch nochmal auf die nächste Seite springen. Auch da würden dann nochmal sowas sein wie Spenden oder Stiftung oder Kunst bzw. Museen, wo man sein Geld dann ja ausgeben kann. Weiterführend werden ein paar reiche und mächtige Charaktere vorgestellt, die dann vor allem auch dann in den 1920er Jahren gewirkt haben. John Davis Rockefeller, ein sehr bekannter Ölmagnat, den man auch heutzutage noch kennt, hat dann alle seine Konkurrenten weggebissen, als er dann das Öl gefunden hat, das schwarze Gold, und erzählt da so ein bisschen was über ihn, was das für einer war. Und Coco Chanel, es gibt dann auch noch Mahatma Gandhi, also ein paar Leute, die hier vorgestellt werden, die kennt man nicht unbedingt alle, aber das ist auch schon mal ganz nett, dass man auch ein paar andere kennenlernt, die so noch nicht ganz so berühmt sind und dann bis heute noch weiterwirken. Aber ja, die werden dann hier eben vorgestellt, so ein bisschen, damit man mal einen Überblick hat. Auf der rechten Seite kann man dann eben auch noch einen Papst erkennen. Auch der wäre dann einer von diesen religiösen Führern, und auch das ist natürlich einer der oberen 10.000, zumindest dann in seiner Zeit. Wobei einen Papst zu spielen ist natürlich nicht unbedingt möglich, aber wie, sowas wie ein Kardinal, das könnte man sich eventuell mal vorstellen. Wenn man dann in Europa spielt, wäre das vielleicht möglich, gerade in Italien, oder wenn man in Österreich spielt, dann würde das vielleicht gehen.
Ja, es wird noch ein bisschen was zu Reichtum verpflichtet erzählt, also wie man sich kleidet, wie die Manieren sind und wie man sich allgemein in der Öffentlichkeit verhält. Das unterscheidet sich dann natürlich, wenn ich Sportler bin, dann kleide ich mich anders, als wenn ich ein Politiker bin. Der muss dann natürlich die ganze Zeit auf sein Äußeres achten, wie er dann auftritt. Beispielsweise, wenn man ein Bürgermeister ist, dann kann man nicht einfach auch wenn es das damals nicht gab, aber mit einem T-Shirt rausgehen. Der Sportler allerdings wird das eben ganz anders sehen. Der wird dann sicherlich auch froh sein, wenn er in der Öffentlichkeit nicht erkannt wird. Und auch der Mafia-Boss, auch der muss dann eben aufpassen, dass er seine Kleidung anpasst und dann sehr gediegen rüberkommt und nicht unbedingt auffällt. Wenn man da dann den Adel sich betrachtet, die hatten damals noch richtig schöne Hüte auf, groß, breitkrempig, zumindest die Frauen damals. Und die wollten dann natürlich Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und wie dann die Leute mit ihrem Geld umgehen, was sie sich da kaufen und wie sie dann in der Öffentlichkeit auftreten, auch das wird hier dann eben erwähnt. Ja, dann kann man natürlich noch einmal sich überlegen, wie erschafft man dann so einen Charakter? Handelt der dann wie jeder andere Investigator auch oder jeder Forscher? Läuft er denn in eine Bibliothek und stellt er dann Nachforschung an oder lässt er das vielleicht für sich machen? Das können ganz verschiedene Dinge sein, mit denen er dann seine Untergebenen beauftragt. Auch gerade wenn man dann im Gangstermilieu unterwegs ist und dann wird nicht jeder selber seine Tommy-Gun zücken, sondern wird man eben seine Untergebenen losschicken und die sollen dann eben mit der Tommy-Gun auf andere Leute feuern. Das heißt, die Abenteuer, die dann mit solchen oberen 10.000 gespielt werden, gestalten sich noch ein bisschen anders. Man kann sich da dann auch noch ein paar Bedienstete ausgestalten, die kennt man dann ein bisschen besser. Es geht dann nicht darum, dass man sich 200 Leute für seinen Adligen dann zusammenbaut, wenn man auf einem großen Schloss wohnt und dann 200 Bedienstete hat, darum geht es nicht. Aber wenn man mit so einem persönlichen Diener mal öfter zusammen herumläuft, weil der eben sein ganzes Leben lang schon begleitet, dann wird man da so ein bisschen Freundschaft aufbauen und dann kann auch der als Investigator, kann der dann auch gebaut werden und dann kann der mitlaufen und hat Werte. Auch das würde dann hier vorgeschlagen werden. Dann gibt es auch noch ein Kapitel zur Ausrüstung. Das fand ich ganz interessant zu lesen, denn naja, natürlich gibt es dann sowas wie Autos und auch eine Immobilie, also ein größeres Haus oder eine Villa. Natürlich gibt es dann auch sowas wie ein Schloss. Aber gerade diejenigen, die viel auf sich halten, die kaufen sich dann vielleicht eine eigene Eisenbahn, andere Reittiere und das müssen nicht unbedingt Pferde sein, sondern gerade wenn man dann ein bisschen exotischer ist oder dann auch eine Ägyptenkampagne spielt, dann könnte man sich noch Kamele mitgebracht haben, Dromedare, Elefanten, je nachdem, wie viel Geld da dann locker gemacht wird und wie exquisit man diese Tiere dann auch halten möchte. Oder aber man kauft sich eigene Luftschiffe, wenn man dann in der Nauzeit spielt, wäre das ein eigenes Flugzeug, also ein Jet. Ja, oder wir gehen dann mal zu den Waffen, auch wenn ich das ein bisschen übertrieben finde. Ich habe mir das mal durchgelesen. Man kann sich hier dann auch Generäle bauen, aber auch nicht jeder Investigator ist halt ein General, aber trotzdem können die dann eben auch an, naja, sowas wie Artilleriegeschütze kommen. Sprengstoff kann ich noch irgendwo nachvollziehen, aber auch ein Panzer. Also bis man sich dann irgendwie Panzer oder Artillerie hinstellt in seinen Vorgarten, damit dann andere nach dem Tennisspielen da mal rübergucken und sagen, haha, du hast aber einen tollen Panzer. Ja, also ich würde mir sowas nicht in die Garage stellen, wenn ich das Geld hätte. Ich würde das Geld dann eher anders ausgeben. Aber ja, ich glaube, die Abenteuer spielen sich auch wieder einmal anders, wenn ich da ein Artilleriegeschütz habe und dann stürmen die Leute oder wollen normalerweise wollen die Leute in diese Fabrikhalle stürmen, wo die Kultisten gerade ein paar Jungfrauen opfern. Okay, man kann auch einfach mit dem Artilleriegeschütz reinfeuern und die ganze Lagerhalle sprengen und dann gehen natürlich die Jungfrauen auch drauf, aber der große Alte kommt halt nicht. Müsste man sich eben überlegen, inwiefern man dann schwere Waffen beziehungsweise ganz generell Waffen diesen Leuten zugänglich macht, aber das ist dann eben immer sehr spielleiterabhängig. Hier sind einfach nur Tipps und Tricks drin, die dann vor allem auch für die Spieler als Anregung dienen sollen. Dieses Kapitel finde ich unglaublich gut. Ich habe mich ja bei dem Buch Grand Grimoire darüber aufgeregt, oder was heißt aufgeregt, aber ich habe mich darüber ein bisschen lustig gemacht, dass diese Zaubersprüche, die da jetzt drin stehen, wenig weitergegeben werden. Und hier kann man dann tatsächlich mal Bücher in den Besitz von Investigatoren geben, die sie dann
schon haben. Das heißt, sie könnten vielleicht sogar auch zaubern. Sie starten mit ein bisschen Cthulhu-Mythos-Wissen. Zumindest könnte es sein, wenn man das wollen würde. Da gibt es ein paar Regeln zu. Man kann die ignorieren. Man kann sich auch eigene ausdenken. Aber hier gibt es dann eben sowas wie Bücher, Artefakte, Folianten. Es kann aber auch was ganz anderes sein. Technisches Gerät beispielsweise. Das kann man dann hier alles auswürfeln oder man sucht sich was aus. Gemeinsam mit dem Spielleiter. Und dann steht dann eben auch drin, was das alles kann. Und ja, vielleicht kommt man so auch an Zaubersprüche. Das würde ich eben ganz cool finden, wenn man dieses Kapitel noch einmal übernimmt für das Grand Grimoire. Das ist jetzt ja schon rausgekommen, aber vielleicht könnte man das eben noch mal nachreichen. Das wäre etwas, was ich mir wünschen würde. Dann kann man noch versuchen, dieses Gruppenkonzept in ein Charakterkonzept zu übersetzen, wenn es dann mehrere Zehntausende gibt, also mehrere von diesen hoch erstellten Leuten, könnte man die eben verknüpfen über sowas wie eine Geheimorganisation. Das wäre dann entweder die Janus-Gesellschaft, das ist ja auch nochmal ein Cthulhu-Band. Alternativ wäre dann sowas wie Skulls and Bones oder die Illuminaten eine Möglichkeit oder ein ganz anderer profaner Bund oder man könnte sich auch einfach als Förderer anbieten. Das heißt, man hat früher in der Universität jemanden kennengelernt, hat dann eine kleine Organisation in der Universität gegründet, und kann da dann eben auch ganz normale Leute an Land ziehen oder man kann dann Politiker bestechen, man kann ganz generell irgendwelche anderen Leute bestechen, sodass die dann eben einem hörig sind und dann ziehen die eben mit einem durch die Gegend. Das wäre eben auch ein Vorschlag für ein Gruppenkonzept. Ja, und dann werden eine ganze Menge an Professionen vorgestellt, in denen man sich spezialisieren kann. Hier folgen dann noch viele Seiten, wo dann ja weitere Leute drinstehen, die es nicht ins Investigatoren-Kompendium geschafft haben. Das ist also eine Ergänzung und alle haben eben diese Besonderheit, dass sie eine hohe Finanzkraft haben. Oder aber sie geben eine hohe Finanzkraft vor. Das ist jetzt beispielsweise beim Betrüger der Fall. Sie bekommen hier eine eigene Steigerungsregeln, also Punkte für die Berufsfähigkeiten, empfohlene Kontakte, die ihnen mitgegeben werden. Auch das wird hier eben alles noch einmal spezifiziert, auch nochmal mit ein paar Beispielen, falls man sich nicht genau vorstellen kann, was ist jetzt ein Erbe, also wie genau unterscheidet er sich jetzt von anderen Superreichen oder was hat der Erfinder jetzt genaues gemacht. Auch da wäre dann die Möglichkeit gegeben, wenn man sich inspirieren lassen wollen würde, weil man gerade keine Ahnung hat, dann könnte man sich dieses Buch nehmen, nochmal ein bisschen die Texte lesen. Das hat übrigens ziemlich viel Spaß gemacht, diese Texte zu lesen. Jetzt gerade auch beim Adligen, ganz vorne bei A, fing das schon gut an. Da hat man richtig Lust bekommen, das Buch weiterzulesen. Ja, das Mafia-Oberhaupt habe ich jetzt ja schon ein paar Mal angesprochen. Auch da gibt es dann noch weitere Verweise in Richtung des Gangsterbandes, den ich ja sehr empfehlen kann. Hier haben wir nochmal einen Maler von Weltrang, also Künstler, Vincent van Gogh wird hier vorgeschlagen, aber auch ganz andere Leute. Vor allem die dann aber auch sehr großen Mythosbezug haben können, wenn sie dann träumen und schlafen und dann irgendwie ihre Erlebnisse in der Traumwelt oder naja, ganz, ganz generell irgendwelche Visionen von den großen Alten können sie dann auf Papier bannen oder natürlich in die Musik sperren. Auch das wäre eine Möglichkeit, die sich hier sehr gut anbietet. Ja, hinten im Buch gibt es noch einmal eine Kurzvorstellung von einigen Leuten. Die haben es da nicht ganz geschafft. Da musste man vielleicht auch nochmal auf die Seiten oder sowas achten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Zumindest auch da wäre das dann noch eine Möglichkeit. Die haben sehr viel weniger Text bekommen. Aber wenn man da eben sowas machen möchte, dann wäre das hier ganz hinten nochmal angegeben. Und eine Seite weiter befinden sich dann die Beispielinvestigatoren. Vier Stück an der Zahl sind es, die man dann so übernehmen könnte. Die haben fertige Werte. Die haben eine kleine Hintergrundgeschichte. Und die könnte man dann auch so austeilen, wenn man das machen wollte. Oder man überlegt sich eben was Eigenes. Ja, kommen wir zur Bewertung. Zeichnung und Layout. Ihr hattet gesehen, das ein oder andere Mal gab es eine Zeichnung und ich fand die echt ein bisschen lieblos. Es gibt immer mal wieder diese Lab-Fotos oder künstlich altgemachten Fotos oder eben auch die zeitgenössischen, aber es gibt eben auch diese Zeichnungen drin und die wirkten echt ein bisschen, als ob man da nicht wirklich Lust hatte, sich damit zu beschäftigen. Ich gebe hier einfach mal 2,5 von 4 Punkten. Bin ich nicht wirklich ganz zufrieden mit. Und auch mit der Redaktion und Struktur gebe ich ähnliche Punkte, 2,5.
Das Buch ist nicht unbedingt lang und hinten stehen dann ein paar Beispielinvestigatoren drin und ein paar Berufe, wo man sich orientieren kann, aber dann waren irgendwie die Seiten doch noch zu wenig und man hatte dann viele Sachen noch gequetscht, hatte ich das Gefühl. Dann gab es dran drei verschiedenen Stellen, gab es dann mythosbezogen ja, Hinweise, also zum einen, wie kann ich den Spielercharakter mit dem Mythos verbinden, dann wie kann ich eine Gruppe mit dem Mythos verbinden und wie kann ich ihm dann auch nochmal Bücher oder sowas geben. Und das stand alles an drei verschiedenen Stellen. Also die Struktur, die Redaktion. Ich habe auch ein paar Rechtschreibfehler gefunden. Das ist eigentlich sehr ungewöhnlich für Pegasus. Also ich muss sagen, ihr hatte die Redaktion hat hier wirklich nicht gut aufgepasst. Es gefällt mir nicht. 2,4 von 2,5 von 4 Punkten, so rum. Und bei der Recherche, ja, es ist nicht wirklich schwer, sich da irgendwie was über den Adel oder so rauszusuchen. Gerade in den 1920er Jahren, da gab es den Adel ja eben noch. Und man muss eben auch noch weitere Recherche reinstecken, um dann eben seine Figur noch besser zu spielen. Es ist ein grober Überblick, es ist ein Ideengeber. Von daher kann ich hier 3 von 4 Punkten geben. Es ist halt nicht das Nonplusultra, es ist aber ganz okay. Ja? Also, das ist ausreichend. Bonuspunkte, ich gebe dann am Ende 2 von 4 Bonuspunkten. Ihr habt gemerkt, ganz zufrieden bin ich mit dem Buch leider nicht. Ich hatte mir das Schöne erhofft. Es gibt hier für Spieler als auch für Spielleiter gibt es eine ganze Menge an neuen Ideen. Und damit kommen wir dann eben auf eine Endbewertung, die ihr dann hier unten sehen könnt. Zusammen mit dem Preis kann man eben sagen, man kann es sich für seine Gruppe holen. Das heißt, wenn man mit 5 Leuten oder so am Tisch spielt, ein Spielleiter und 4 Spieler, dann kann sich eben diese Gruppe einmal dieses Buch holen. Wenn dann man irgendwie einen Sammeltrieb hat und sowieso alles von Cthulhu bei sich im Schrank stehen haben muss, dann holt man das sich sowieso. Aber ansonsten, wenn nicht unbedingt jemand von euch ganz dringend jemanden von den oberen 10.000 spielen will, dann müsst ihr euch dieses Buch in meinen Augen nicht holen. Es ist zwar immer noch eine ganz, ganz nette Bewertung, wenn man das dann eben nochmal in Dezimalstellen umrechnet, in Dezimalzahlen. Dann sieht man eben noch, dass es doch noch ganz nette 6 von 10 Punkten sind. Aber ja, es ist halt okay. Das Buch ist okay. Ich habe schon wesentlich Besseres von Pegasus gesehen. Von daher bin ich von diesem Buch ein bisschen enttäuscht. Aber das habt ihr auch gemerkt. Damit will ich euch auch gar nicht länger aufhalten. Ich bin fertig. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.